Ja, und was ist das hier? Das kennen Sie alle, denn wir alle mögen ja Spargel. Das ist das Essen der Wahl zurzeit. Und da war ja noch vor kurzem große Aufregung. Wer holt unseren Spargel aus der Erde? Und jetzt ist klar, der ist aus der Erde gekommen. Wir haben ihn hier vor uns. Und man kann ihn tatsächlich in unterschiedlichen Variationen essen. Alina, was ist dein Lieblingsspargel? Gerne viel Butter, Parmesan oder Sauce Hollandaise. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Mehr brauchst du nicht. Ja, es gibt auch die Experten, die sagen noch, Schinken muss dazugehören oder ein kleines Schnitzelchen, wie auch immer. Ja, aber wenn dann der Spargel nicht gut geschält ist, dann ist so immer die empörte Frage da, wer hat eigentlich den Spargel geschält? Ja, und um den richtig zu schälen, muss es das richtige Messer geben. Gut, es gibt Menschen, die lassen sich den schälen, wenn sie den Spargel kaufen. Aber tatsächlich ist es hier die Frage, wie sieht's aus mit dem Schäler? Ja, es ist alles eine Frage der Technik natürlich, aber vielmehr ist es alles eine Frage des Schälmessers. Und deswegen wollen wir da jetzt mal einen Überblick verschaffen, welches Werkzeug Sie am besten dafür benutzen. Das würde ich nicht nehmen hier. Der geht gar nicht. Er ist wieder da. Frisch gestochener deutscher Spargel. So lecker. Doch vor dem Genuss steht erst die Arbeit. Die Schale muss weg. Dafür gibt es Schäler. Doch welche taugen was? In unserem Praxistest 5 ganz unterschiedliche Spargelschäler. Die Preise von 5 Euro bis 26 Euro. Spargelschälen im Handumdrehen verspricht dieser Schäler. Wie schnell und einfach geht es wirklich? Den finde ich jetzt persönlich erstmal schon mal super handlich. Der ist klein, der passt in jede Schublade. Gebogene Klinge mit so eine Riffelklinge. Die wird sich wahrscheinlich in den Spargel reinfressen. Der ist klein, der schält super. Den finde ich in der Besteckschublade. Ich bin begeistert. Schwappt die Begeisterung auch auf diesen Doppelschäler über? Mit ihm soll es doppelt so schnell gehen. Tatsächlich? Das ist ein Doppelschäler. Ja, mit 2 Klingen. Das heißt, der Spargel wird dazwischen eingeklemmt und dann halt entsprechend geraspelt. Also das soll doppelt so schnell gehen, den Spargel zu schälen. Ich setze mal an und ziehe das Ganze über den Spargel. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja. Um Gottes Willen. Merkt man das? Das ruckelt so. Also das läuft nicht flüssig. Oh, Kopf ab. Eine Zange. Man könnte es als Zange nehmen, aber nicht als Spargelschäler. Und was ist das? Wohl eher eine Spargelschälmaschine als ein einfacher Schäler. Also man muss ihn an den Tisch oder an das Brett schrauben und dann soll es funktionieren. Ich werde es mal ausprobieren. Also in der Zeit, in der ich das hier an die Tischplatte festgemacht habe, hätte ich schon ein Kilo Spargel geschält, ehrlich. Also der Kopf ist verletzt, dünn. Ist der auf gar keinen Fall geschält. Und das Allerbeste ist natürlich, es ist überhaupt nicht ganz geschält. Also es sind nur partiell ist die Schale weg. Gleichmäßig. Das ist ein Witz. Oh oh. Nach Kreisliga kommt jetzt ein Weltmeister. Zumindest vom Namen her. Also den finde ich jetzt erstmal ganz handlich. Vom Material macht er auf mich jetzt ein bisschen günstigen Eindruck. Ein Messer, eine Halterung ist eigentlich absolut ausreichend. So, also scharf ist er auf jeden Fall. Kann ich schnell meinen Spargel schälen. Da kriege ich auch ein paar Stangen schnell durch. Natürlich bin ich geübt, das läuft hier gut auf dem Arm. Er kann dadurch nicht brechen. Also für Linkshänder ist das gar nichts. Ne? Jetzt probiere ich das einfach. Ich tue jetzt so, als wäre ich ein Rechtshänder. Ich kriege damit irgendwie nicht so richtig was getan. Und in 0, nix ist er auch schon sauber geputzt. Der Kopf ist ganz. So muss ein Spargel aussehen. So funktioniert. Funktioniert auch dieser Schäler? Dank Doppelklingen vielleicht sogar doppelt so schnell? So, jetzt habe ich wieder mal ein zweischneidiges Messer. Bin ja eigentlich immer skeptisch, ne, diesen Doppelschäler gegenüber, aber das fluppt hier. Der ist auch scharf. Also ist es wirklich so, man ist hier mit doppelt so schnell. Also 2 Klingen, doppelt so schnell. Allerdings, wo ich ein bisschen Bammel mit habe, ist, wenn man hier die ganze Zeit am Kopf des Spargels hält und von sich weg schneidet, dass der zu brechen droht hier, wenn er nicht so dick ist. Finde ich gut. Welcher Schäler hat am besten abgeschnitten? Das Fazit. Mein Testsieger ist der Spargelschäler von Fackelmann. Obwohl er nur eine Klinge hat, ging es mit dem deutlich am schnellsten. Das Schälergebnis konnte sich richtig gut sehen lassen. Einfach top. Mein Testsieger ist der Spargelschäler von Westmark. Der ist auch für Linkshänder geeignet und er schält ordentlich was weg in kurzer Zeit.
Mein Testsieger ist der Spargelschäler von Fackelmann. Er ist präzise, schnell und es sind dünne Schalen. Einfach weltmeisterlich. Der günstigste Spargelschäler im Test holt den Pokal. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Jetzt haben Sie, sind Sie bestens gewappnet nachher fürs Mittagessen. Und wir freuen uns, wenn Sie dann morgen wieder einschalten. Ja. Kommen Sie gut in diesen Dienstag und wir freuen uns auf Sie morgen. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Like you.